Mut, Überwindung, Konzentration, Spannung und dann? Dann wird er wahr, der Traum vom Fliegen, zumindest für ein paar Sekunden. Vor mehr als 60 Jahren waren die Hönharter Pioniere des Skisprungs und heute bietet die Gemeinde den Nachwuchsadlern eine moderne Skisprunganlage mit 15, 30 und 55 Meter Schanzen. Die neuen Vorgaben für die Schanzenradien sind hier bereits umgesetzt, um ideale Voraussetzungen für den Nachwuchsbereich zu schaffen. So ist höhere Geschwindigkeit bei weniger Risiko möglich. Das ließen sich bei der Eröffnung im Juli 2009 auch die Profis nicht entgehen. Ja, ist sensationell, also total super für die Jugend. Ist mit Sicherheit derzeit eine der allermodernsten, auch weltweit, Jugendschanzen. Gewaltig, also ich muss wirklich zugeben, selten so eine hypermoderne Schanze in dieser Größe gesehen. Mit dem Nachwuchszentrum hier in Hönhardt ist der Sprungsport im Emviertel wieder nachhaltig gesichert. Ich bin mir sicher, dass junge Talente an die Erfolge von Andi Goldberger und Franz Neuleitner wieder anknüpfen werden. Mit dieser Anlage wird die Gemeinde Hönhardt weit über die Grenze hinaus bekannt und davon erwarten wir uns viele positive Impulse. Was mich wirklich besonders gefreut, das ist das, dass während der Bauphase alle Sektionen im Skiclub so zusammengewachsen sind, dass ihnen eine tolle Zukunft bevorsteht. Nicht nur die Schanzenanlage ist neu. Stolz sind die Hönharter auch auf das Gemeindeamt mit Musikprobelokal, auf die beiden neuen Feuerwehrhäuser, auf das neue Einsatzfahrzeug, die Ortswasserversorgung oder die Wohnungs- und Siedlungsprojekte, die in den vergangenen Jahren entstanden sind. Veränderung ist in Hönhardt etwas Positives. Und gemeinsame Projekte mit den Nachbargemeinden, wie das Gewerbegebiet oder der vier Gemeinden umfassende Bauhof, zeugen von der offenen Einstellung der Bevölkerung über die Ortsgrenzen hinaus. Auch mit dem Vier-Sonnen-Vital-Parcours, der Nordic-Walking-Region und dem Motorikpark wurden Projekte erfolgreich umgesetzt. Das hat man dann auch für die Bevölkerung dort gemacht, weil es kommen ja auch so viele Leute vorbei und so, wollen sie sich das anschauen und wollte auch so eine Nordic-Walking-Strecken dann auch führen. Und da können sich auch andere Leute bedienen, genauso wie mit diesem Schwimmteich und so. Nicht? Also ich finde es sehr gut, wie sie das gelöst haben. So aufgeschlossen man neuen Ideen gegenüber ist, so wichtig sind auch die traditionellen Werte. Etwa die neu sanierte Kirche. Aber auch sie hat einiges an Veränderung hinter sich. Errichtet um 1100 im romanischen Stil, wurde sie 1540 umgebaut, gotisch mit spitzem Turm und um das Doppelte vergrößert. Und schließlich war 1719 Barock dran. Seither trägt sie einen Zwiebelturm. Tja, man geht mit der Mode. Den Ortskern mit Kirche kann man durch die konische Ausrichtung der Gemeinde von allen Seiten gut einsehen. Der Name Hönhardt kommt übrigens vom hochgelegenen Wald. Schon im Jahre 898 wird der Ort als Cum Foresto ad Hönhardt erwähnt. Bis 1934 hieß er jedoch Hönhardt mit E. Auch die Mühle am Vierlinger Bach hat sich im Laufe der Zeit verändert. Schon vor mehr als 400 Jahren wurde sie in ein Hammerwerk umgebaut. Mitte des 20. Jahrhunderts folgte die Umstrukturierung zu einer sogenannten Gesenkschmiede. Heute ist die Gesenkschmiede Bernhofer eine der größten Betriebe des Ortes. Wir sind ein Unternehmen, das schon seit gut 400 Jahren gibt. Wir haben uns speziell in den letzten 20 Jahren relativ stark entwickelt. Wir haben viel investiert und sind dadurch gewachsen. Wir haben voriges Jahr also unser Spitzenwert mit gut 150 Mitarbeitern gehabt. Und gerade die Entwicklung haben wir eigentlich in der Gegend recht gut machen können, weil wir eigentlich über die Jahre gute Mitarbeiter gefunden haben. Die haben wir bei uns im Haus dann nur zusätzlich ausgebildet. Das ist von den Mitarbeitern eigentlich aus der Gegend wunderbar gegangen. Und was die Zukunft angeht? Hönhardt will den aktiven Kurs der vergangenen Jahre beibehalten. Mit Agenda 21 Projekten, als Tourismusgemeinde oder weiteren erfolgreichen Vereinsaktivitäten. Und ganz wichtig ist dabei auch, die Bevölkerung mit in die Gemeindethemen zu integrieren. Ob ansässige Künstler, die Schule, Gewerbetreibende oder Sportler. Mit Blick auf die Dorfentwicklung soll und kann jeder mitreden und mitmachen. Und so entstehen dann Projekte wie etwa der Weltrekord Skyflyer. An einem Seil gesichert geht's mit Helm, Skisprunganzug und Skispringerlatten ausgestattet, die Anlaufspur hinunter und dann im freien Flug in den V-Stil, bevor man nach über 200 Metern automatisch abgebremst wird und sicher landet. Ein sportliches Ereignis für Leute, die den besonderen Kick suchen.
Damit sind Sie hier genau am richtigen Ort, denn sportliche Höhenflüge haben in Hönhardt eine lange Tradition. Der Skiclub Hönhardt wurde 1948 gegründet und die sportlichen Erfolge haben sie relativ schnell eingestellt. Es wurde mit den Sektionen Alpin, Langlauf, Sprunglauf, nordische Kombination begonnen. Dazu kam auch dann der Faustballsport und später auch noch der Biathlonsport. Jetzt haben wir die neue Sprungschanzen. Hoffen wir weiterhin, dass wir einfach wieder an die Höhen von früher irgendwo bei uns im Verein anschließen können. Aber nicht nur große, prestigeträchtige Projekte, auch ganz kleine Projektvorschläge bekommen in Hönhardt eine Chance. Wie etwa ein schuleigener Kräutergarten. Aus gutem Grund. Unter dem Motto Hönhardt bewegt, werden wir die Gemeinde positiv weiterentwickeln, werden die Vereine, die Wirtschaft unterstützen, damit in der Gemeinde positive Stimmung herrscht, damit halten wir die Jugend in der Gemeinde, dass sie sich ansiedelt. Das dient letztendlich der Gemeinde, der Nahversorgung und der Gastronomie. Es ist alles ein Kreislauf und dient letztlich der Lebensqualität in der Gemeinde Hönhardt. Mit Ideenreichtum, Mut und einer positiven Haltung möglichst weit zu kommen. Das ist einer der wenigen Punkte, an denen die Hönhardter seit den Pionieren des Skisprungs nichts verändert haben.